Hey, von mir auch nochmal gute Besserung, auf jeden Fall alles Gute. Sie waren ja immer jemand, der das große Ganze im Blick gehabt hat. Haben jetzt ja auch schon ein bisschen angedeutet, dass das Fußballgeschäft generell das auch das Problem war. Was muss sich da beim Fußball generell ändern, damit dieses Geschäft halt nicht Menschen an ihre Grenzen bringt? Dass man den Menschen respektiert. Dass man sachlich, fachlich durchaus kritisieren kann, aber dass man sich immer bewusst sein soll, wenn man was tut, was man da gerade tut und was man mit dem Menschen tut, mit dessen Umfeld tut. Jeder von uns hat Familie, Eltern, Großeltern, Kinder, Freunde. Und das ist das, was ich mir wünsche einfach, dass dieser Fußball, dieses Spiel im Mittelpunkt steht und nicht so sehr die ganzen Geschichten drumherum. Das ist das, was ich mit meinem ersten Statement sagen wollte. Und wie gesagt, ich habe ab und zu Medienschelte gemacht, es tut mir leid dafür, entschuldige mich auch, aber ich habe einfach meine Meinung vertreten. Und wie gesagt, ich finde dieses Beispiel halt sehr treffend, dass gestern Abend was besprochen wurde, was natürlich Spekulation, alles gut, was aber quasi dann schon kommentiert wird, beurteilt wird, verurteilt wird. Du bist in Social Media, bist du schon beleidigt dafür, dass du zum anderen Verein wechselst. Und die Person, die es trifft, die hat noch nicht mal ein Wort gesagt. Die hat noch nicht mal ein Wort gesagt, warum kann sie nicht mehr. Und genau das ist das. Ich weiß, ich werde die Schnelllebigkeit nicht zurückholen. Ich werde diese Rastlosigkeit, die um uns alle herum ist, nicht stoppen können. Ich kann sie für mich stoppen. Das tue ich gerade in dem Moment. Aber das würde mich freuen, wenn wir da, jeder in seinem kleinen Mikrokosmos, ich weiß, die große Welt wird man nicht verändern, das große Rad wird man nicht verändern, aber den Mikrokosmos kann man schon verändern. Und da ab und zu mal zu sagen, was mache ich da gerade? Jeder Einzelne, gar nicht nur Medien, sondern auch wir in unserem Geschäft, Kollegen, Spieler, Agenten, alle, was machen wir da gerade? Und das ist jetzt einfach mal ein ganz einfacher Ansatz, den ich für mich halt habe. Ich schlage vor, dass wir das als Schlusswort nehmen. Ich sehe auch keine Hände mehr und keine Fragen mehr. Und ihr merkt, dass es uns allen hier vorne auch nicht so einfach fällt, die Fragen zu beantworten. Lass uns Schluss machen für heute. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ich würde gern einfach nochmal... Entschuldigung, Max. Ja. Nein, normal ist das nicht gewesen. Ja. Ich wollte einfach an der Stelle Danke sagen für eure Zusammenarbeit, die meistens doch sehr, sehr gut war. Wenn wir unterschiedliche Ansichten waren, dann war das, glaube ich, auch in der Sache. Danke dafür. Braucht sich keiner Sorgen um mich machen. Ich werde, wie gesagt, jetzt mal weg sein wie Happe Kerkeling. Ich bin nicht am Jakobsweg, das schaffe ich nicht. Dafür bin ich nicht mehr fit genug, aber kann sich sicher sein, dass ich mir eine schöne Zeit machen werde und einfach mal das Leben ein bisschen genießen. Werde aber an euch denken und, wie gesagt, wünsche euch auch alles Gute und danke mich. Und es war eine Ehre, hier zu arbeiten. Danke.